Hallo und herzlich willkommen, ich bin der Wolfgang Fallmann von Balearis Whirlpools. In diesem Video soll es mal darum gehen, auf was sollte man eigentlich beim Kauf eines Whirlpools achten. Ich habe mir da einige Punkte aufgeschrieben auf meinen Schummelzettel, damit ich nichts vergesse. Und die möchte ich euch einfach mitteilen und ihr könnt dann einfach selber abwägen, welche Punkte für euch wichtig sind. Und somit könnt ihr euch quasi dann umschauen am Whirlpool-Markt und herausfinden, was eigentlich gut oder was schlecht ist, beziehungsweise was für euch gut und für euch schlecht ist, weil das liegt ja oft auch an den eigenen Interessen. Ich habe hier oben ein Weitwinkelobjektiv eingebaut. Ihr seht auch die Kanten des Whirlpools, die sind etwas verzogen. Bitte, der Whirlpool ist schon gerade, der schaut nur in dem Weitwinkel so aus. Gut, fangen wir vielleicht mal mit dem Preis an, weil oftmals, wenn man im Internet recherchiert, dann stoßt man sofort auf den Preis und der Preis ist immer so ein ausschlaggebender Faktor. Und beim Preis muss man gleich schon ein bisschen ausholen, weil es gibt nämlich Whirlpools, die fangen bei einem kleinen Modell mit 2 bis 3 Sitzen oder Liegen, fängt das schon beim Netto bei 3.000 Euro an, geht aber hinauf bis zu 15.000 Euro. Und man stellt sich natürlich die Frage, puh, woher kommen denn diese Unterschiede? Und ich glaube, wenn ich jetzt die Punkte mal alle durchgehe, dann könnt ihr dann zum Schluss entscheiden, okay, da gibt es Unterschiede und diese Unterschiede möchte ich euch auch zeigen. Also lasst euch nicht nur rein vom Preis beeinflussen, weil der Hund steckt oft im Detail, sagt man bei uns. Und auf diese Details möchte ich euch heute aufmerksam machen. Gut, also Preis ist natürlich ein Faktor. Viele von euch haben sich ein Budget festgelegt und sie möchten quasi dieses Budget ausgeben. Aber man muss halt auch bedenken, teurere Whirlpools haben meistens auch besser, ich sage meistens, das muss nicht immer der Fall sein, haben meistens auch eine bessere Qualität, vor allem auch eine bessere Isolierung. Also wenn der im Außenbereich steht, dann sollte der natürlich ausreichend isoliert sein, weil sonst zahlt sie zwar bei den Anschaffungskosten weniger, aber dafür dann später bei den Stromkosten umso mehr. Also das ist mal ein Punkt wichtig, dass wenn ihr einen Outdoor-Whirlpool euch anschafft, dass der natürlich auch für den Outdoor-Bereich ausreichend isoliert ist und ausreichend Heizleistung auch hat. Also wenn er im Außenbereich steht zum Beispiel und ihr im Winter reingeht, dann bringt euch nichts, wenn der weniger Heizleistung hat, weil dann kühlt der Whirlpool aus und das macht auch keine Freude. Gut, also Preis spielt natürlich eine Rolle und die Punkte, die ich da durchgehe, die werden euch helfen, beim Preis ein besseres Gefühl zu kriegen. Ja, ein anderer Punkt ist natürlich die Größe des Whirlpools. Ich habe hier unseren Pro 5, das ist natürlich ein sehr großer Whirlpool, 2,20 Meter auf 2,20 Meter, 90 hoch, 2 Liegen, 3 Sitzplätze. Und natürlich braucht man auch den Platz. Hier habe ich unseren Pro 3, ein kleinerer Whirlpool, 2,10 Meter, 1,58 Meter und 70 hoch und mit 2 Liegen einen Sitzplatz. Natürlich, ein größerer Whirlpool verbraucht mehr Strom als ein kleinerer, unabhängig davon, welchen Hersteller Sie auswählen. Das ist im Prinzip immer so, weil natürlich mehr Wasser drinnen ist, muss ich das mehr heizen, mehr Wasser brauche ich ein bisschen mehr Pflegemittel und so weiter. Also die Größe ist natürlich ausschlaggebend. Ein größerer Pool ist meistens teurer als ein kleinerer und da müssen Sie sich einmal zuerst überlegen, okay, welche Größe des Whirlpools möchte ich gerne haben. Gibt es auch übrigens ein Video von mir dazu, um euch die Entscheidung von der Größe her zu erleichtern. Schaut da gerne mal rein. Ein nächster Punkt und ein wichtiger Punkt ist die Massage. Im Whirlpool schafft man sich natürlich einerseits dann an, damit man im warmen Wasser draußen sitzt, aber ein zweiter wichtiger Punkt ist natürlich auch die Massage. Das heißt, es gibt auch viele Leute, die Massagefunktionen gar nicht so stark nützen. Die brauchen jetzt dann auch nicht so ein Augenmerk auf die Massage zu legen. Aber viele, die sich ein Whirlpool kaufen, die kaufen sich den natürlich auch wegen der Massage, damit man nach der Arbeit sich mal reinsetzt oder nach dem Sport zum Beispiel und sich auch wirklich massieren lassen kann. Und da fängt es nämlich schon an. Das ist nämlich oft im Internet nicht von außen sichtbar. Man sieht meistens den Whirlpool von oben, ein Bild von oben, und dann vergleicht man Whirlpool A und Whirlpool B und die schauen sehr ähnlich aus und der eine kostet um ein paar tausend weniger als der andere. Wie gesagt, der Hund steckt im Detail. Das heißt, das fängt zum Beispiel bei der Massagepumpen an, bei der Massageleistung. Wichtig ist zum Beispiel, dass natürlich die Massagepumpe ausreichend Leistung hat. Wir haben hier in dem Pro 5 zwei Pumpen mit jeweils 2,2 kW, also 3 PS, eingebaut, beziehungsweise hier eine Pumpe mit 2,2 kW, 3 PS. Es gibt jetzt Whirlpool-Hersteller, die bauen mehr Pumpen ein, um somit zu generieren, dass mehr Pumpen besser wären, aber wenn Sie mal schauen und sehen, mehr Pumpen haben meistens geringere Leistung. Bei uns ist so, die
Massagepumpe saugt direkt quasi bei den Gittern an und geht direkt bei den Düsen raus. Das heißt, diese 2,2 kW Leistung der Pumpe, die kommen direkt bei jedem Sitz und bei jeder Düse raus. Somit hat man die volle Leistung auf den Düsen, auf den Sitzen, natürlich beim Pro 3 genauso. Das heißt, mehr Pumpen heißt nicht unbedingt bessere Massageleistung. Das müsst ihr euch im Klaren sein. Genau, prinzipiell, also die Massage für diejenigen Leute, für die es wichtig ist, die sollten darauf achten, gibt es unterschiedliche Anordnungen von der Massagedüsen, welche Anordnungen gibt es, Rückenbereich, Beinebereich, Hand, Fußreflexzonen und so weiter, gibt es auch bei unserem Pro 5 zwei, ja, also nicht Eigenheiten, sondern Spezialitäten. Wir haben hier bei dieser Liege eben Rotationsdüsen eingebaut, also ist auch etwas, auf was ihr achten könnt, ob der Whirlpool nur normale Düsen hat oder auch Rotationsdüsen. Das ist vom Massageerlebnis ja nochmal was anderes, weil der Massagestrahl rotierend rauskommt. Also sehr interessant auf jeden Fall. Hier haben wir Becken-Massagedüsen und auf der Liege hier drüben haben wir Handflächenmassage. Also das ist auch etwas, was es nicht so oft gibt, Handflächenmassagedüsen. Wer Fußreflexzonenmassage kennt, der weiß, wie und das zu schätzen weiß, der weiß auch ungefähr, wie es sich auf der Hand anfühlt. Also sehr interessant, sehr angenehm auf jeden Fall. Genau, dann ist natürlich die Anzahl der Düsen immer so ein Thema bei den Leuten. Man muss da, also da könnte man auch sehr ins Detail gehen, ich werde wahrscheinlich auch noch ein Video dazu machen, weil natürlich nur die Anzahl der Düsen relativ wenig darüber aussagt, wie die Massagefunktion ist. Wichtiger ist eher, viele größere Düsen zu haben als mehrere kleinere, weil die größeren Düsen einfach einen viel besseren Massagedruck und ein viel besseres Massagegefühl quasi auf die Haut bringen. Gut, Massage ist wirklich ein wichtiges Thema, da kann man auch noch sehr in die Tiefe gehen, werde ich auch ein eigenes Video dazu machen. Dann nächster Punkt, vielleicht allgemein die Ausstattung und Funktionen, also was kann der Whirlpool noch? Wenn ich wieder zwei Whirlpools vergleiche, muss ich schauen, was ist bei dem einen dabei, was ist bei dem anderen dabei. Muss ich für die Ausstattung extra zahlen? Bei den Balearis Pro 5 und Balearis Pro 3, die sind ja beide immer bei uns in Vollausstattung. Da gibt es keine Aufpreise, sondern da ist immer alles dabei. Also Fontänen, Wasserfall, Aromatherapie, Ozongenerator, alle Massagepumpen natürlich, Soundanlage. Das ist bei uns immer bei beiden Pools natürlich immer dabei und da gibt es keine Aufpreise. Also so versteckte Aufpreise, das ist auch so etwas, was man vielleicht nicht am Anfang sieht, gibt es bei uns nicht. Wir haben keine versteckten Aufpreise. Genau, Ausstattung. Dann natürlich, welches Zubehör gibt es sonst noch? Ich meine, es bringt nichts, wenn ich zum Beispiel einen Whirlpool bei einem Nicht-Whirlpool-Fachhändler kaufe, weil wenn ich dann ein Zubehör haben will, dann kriege ich das vielleicht nicht. Oder muss ich ewig lange warten? Das heißt, wichtig wäre es halt schon, auch mal zu recherchieren, welches Zubehör bietet er an, wann kann er das Zubehör überhaupt liefern, muss ich da lange warten oder hat er das auf Lager zum Beispiel? Dann noch so ein Punkt, Lieferumfang. Was ist jetzt noch alles dabei, außer der Whirlpool selbst? Bei uns zum Beispiel ist immer eine Einstiegstreppe dabei, immer das Winterthermocover. Manche Hersteller verkaufen nur ein Sommercover mit und das Wintercover ist dann als Aufpreis zu erhalten. Da müsst ihr auch aufpassen, bei uns ist immer das Wintercover mit dabei. Ein Filter ist mit dabei, Aromastick ist mit dabei. Also im Prinzip schon alles, was sie brauchen, um zu starten. Dann ist natürlich immer so eine Frage Stromverbrauch. Und Stromverbrauch ist wirklich ein, ja, ich würde sagen, komplexes Thema. Viele Leute fragen dann immer, ja, wie viel verbraucht denn der Strom? Die wollen dann immer einen Zahlenwert hören. Und das ist natürlich nicht ganz einfach zu sagen, weil Stromverbrauch hängt von vielen Faktoren ab. Also wo wird der Whirlpool aufgestellt? Ist der windig zum Beispiel? Was ist der Untergrund? Wie oft geht man rein? Schaltet man die Massagepumpen ein und so weiter? Zum Stromverbrauch gibt es aber ein detailliertes eigenes Video, eben drum, weil es natürlich so nicht einfach zu erklären ist in einem Satz. Also Stromverbrauch hängt vor allem aber auch von der eigenen Nutzung ab und eher weniger von dem, was sie kaufen. Wichtig ist natürlich schon, manche Leute nämlich schauen auf die Leistungsaufnahme des Pools und dann steht der Leistungsaufnahme 8000 Watt zum Beispiel, 8 kW, dann denken sie, 8 kW, das ist, muss ja extrem teuer sein. Bei einem anderen Whirlpool steht zum Beispiel dann nur drauf 5 kW und die entscheiden dann anhand dieser kW-Anzahl oder an dieser kW-Angabe. Da möchte ich zu bedenken geben, ich habe es eh schon erwähnt, da muss man nämlich schauen, wie stark ist die Heizleistung, weil wenn die Heizleistung nicht
sehr stark ist, dann kann es passieren im Winter, dass der Whirlpool, wenn ich drin sitze, nicht aufheizen kann, dann kühlt mir der Whirlpool ab. Das will ich ja nicht haben. Das zweite ist natürlich die Massage. Wenn der wenig Anschlussleistung hat, hat er auch wenig Pumpenleistung. Wenig Pumpenleistung heißt meist eine schlechtere Massage. Also das müsst ihr euch dann selber abwägen, wie wichtig euch zum Beispiel Massage ist oder wie wichtig es ist, dass der Whirlpool im Winter auch auf Temperatur bleibt. Das führt dazu, dass natürlich die Leistungen höher sein müssen und das führt natürlich auch zu höherem Stromverbrauch. Isolierung ist ein ganz wichtiges Thema. Es gibt, also wenn ihr zum Beispiel einen Whirlpool im Außenbereich, wenn Sie den im Außenbereich haben und betreiben wollen über den Winter, dann ist natürlich wichtig, dass der dementsprechend isoliert ist, um günstige Stromkosten zu haben. Unsere Whirlpools sind outdoor geeignet, die haben eine Winterisolierung mit an Bord und somit auch einen geringen Stromverbrauch. Bei den Whirlpools ist es meistens so, die günstigeren Whirlpools haben meistens, kann man es fast so zusammenfassen, haben meistens eine schlechtere Isolierung, schlechtere Pumpenleistung, schlechtere Heizleistung und schlechtere Qualität der Bauteile, beziehungsweise auch weniger Pumpen. Vielleicht noch zu den Pumpen. Es gibt vor allem bei den günstigeren Whirlpools, sieht man das oft auch, kombinierte Pumpen, zweistufige Pumpen. Das heißt, das ist eine Pumpe, die läuft mit zwei unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Geschwindigkeit 1 ist fürs Zirkulieren zuständig, Geschwindigkeit 2 für die Massage. Das wird oft bei günstigen Whirlpools so gemacht, um Pumpen und damit Kosten zu sparen und auch Leitungen zu sparen. Hat mehrere Nachteile. Der eine Nachteil ist natürlich, dass die Pumpe jetzt über den Filter ansaugen muss und somit die Massageleistung natürlich abnimmt. Stellen Sie sich vor, der Filter wirkt ja wie eine Bremse. Wenn diese zweistufige Pumpe über den Filter ansaugt, dann wird das Wasser gebremst und Sie haben hinten auf der Massagedüse nicht mehr so viel Druck drauf. Meistens ist es auch so, diese zweistufigen Pumpen haben generell weniger Leistung, als wenn ich eine starke Massagepumpe einbaue. Und ein Nebeneffekt ist noch, dass diese zweistufigen Pumpen meistens unruhiger sind im Lauf. Das heißt, der Pool vibriert mehr, beziehungsweise es können sich Vibrationen im Boden übertragen. Hochwertige Whirlpools im höheren Preissegment haben immer eigentlich eine Zirkulationspumpe getrennt von der Massagepumpe, also nie eine zweistufige Pumpe. Gut, ich habe es ja schon gesprochen, Qualität, das ist auch so etwas, was man im Internet sehr schwer sieht. Wie sieht man Qualität? Beziehungsweise natürlich, jeder hat unter Qualität, versteht jeder was anderes, das ist auch so eine Sache. Wenn ich jetzt von Qualität rede, dann meine ich einerseits die Komponenten, welche Komponenten werden verbaut und wie hochwertig sind diese Komponenten. Meistens ist es so, bei günstigeren Whirlpools, könnt ihr auch gerne mal probieren, geht es mal an den Beckenrand bei der Wanne und drückt mal gegen die Wanne. Und bei günstigeren Whirlpools, die müssen ja irgendwo, also die sind ja günstiger und da muss ja irgendwo was eingespart werden. Meistens wird halt eingespart an der Dicke der Acrylschicht und vielleicht auch dann wird eingespart bei der Glasfaserverstärkung, die hinter der Wanne drauf ist. Und das könnt ihr einfach testen, indem ihr quasi zu dem Pool hingeht und mal hier reindrückt oder hier reindrückt. Und wenn ihr seht, das gibt Dach, dann ist das schon ein Anzeichen, okay, die Wanne ist sehr dünn. Lebensdauer einer dünnen Wanne ist natürlich auch geringer, beziehungsweise eine dickere Wanne hält natürlich länger, hält mehr aus. Bei unseren Whirlpools ist es auch so, man kann sich überall draufsetzen, drauf herumhüpfen, man kann überall in den Pool einsteigen und dafür braucht man natürlich eine gewisse Dicke und die Glasfaserverstärkung und das führt halt auch leider zu Kosten. Und deshalb sind halt Whirlpools mit höheren Preisen eher tendenziell von der Wanne und von der Qualität besser ausgestattet. Qualität ist wirklich so ein Thema, weil welche Komponenten werden eingebaut, das ist natürlich das eine und das andere ist, was weiß ich über diese Komponenten? Das ist natürlich ganz schwierig. Es ist aber so, in der Whirlpool-Branche werden eigentlich sehr viele Hersteller verwenden sehr viele gleiche Komponenten. Das heißt, es gibt ein paar so Market-Player, wie zum Beispiel Gecko und Balboa, das sind die Steuerungsheizungshersteller. Da ist fast egal, welches ihr da nehmt, weil die sehr, sehr, sehr ähnlich sind. Gut, also was auch mit der Qualität im Zusammenhang ist, ist natürlich auch Garantien. Also welche Garantien gibt denn der Hersteller oder der Verkäufer der Whirlpools? Und da ist meistens auch so zu sehen, dass günstigere Whirlpools keine oder wenige Garantien haben und höherpreisige Whirlpools natürlich mehr Garantien, bessere Garantien haben. Das rechtfertigt natürlich auch den Preis. Eine andere Frage ist natürlich Lieferzeit. Also wann brauchen Sie den Whirlpool, wann wollen Sie den haben? Die Lieferzeiten können sich natürlich auch ändern. Wenn ihr natürlich
Wenn Sie den schnell haben wollen und der ist lieferfähig, dann werden Sie sich wahrscheinlich eher für den entscheiden, der schnell lieferfähig ist, als für den, der vielleicht 3 oder 4 Monate braucht, bis er geliefert wird. Dann ist noch so ein Punkt, der auch einige Händler, zum Beispiel auch uns, von anderen unterscheidet, ist Transport und Aufstellung. Es gibt natürlich vor allem im teureren Preissegment Hersteller oder Händler, wo der Whirlpool geliefert wird und wo der an ihren Standort hingebracht wird und dort quasi aufgestellt wird. Das hat natürlich eine extra Serviceleistung, die muss auch bezahlt werden. Das muss einem klar sein. Bei uns ist es so, wir liefern eigentlich bis Bordsteinkante. Ab Bordsteinkante sind Sie selbst dafür zuständig, dass der Whirlpool an seinen Aufstellort kommt. Der Whirlpool kommt komplett fix, fertig zusammengebaut. Das ist eigentlich sehr einfach. Der Whirlpool wird einfach nur umgekippt. Der Elektriker schließt den Strom an. Sie füllen das Wasser ein und dann geht es eigentlich los. Somit können Sie quasi so auch Kosten sparen, indem Sie entweder sich bei einem Hersteller umschauen, der zum Beispiel das eine Service nicht mit anbietet, dafür der Whirlpool günstiger ist. Beratung habe ich jetzt hier auf meinem Zettel drauf. Ich führe ja selber sehr viele Beratungsgespräche und bin mit sehr vielen von euch auch in Kontakt. Und viele Leute lassen sich ja von unterschiedlichen Firmen und Herstellern beraten. Und da habe ich auch schon ganz viele Geschichten gehört, wie Kunden behandelt werden. Und ich meine, wer will schon schlecht behandelt werden? Sicher entscheide ich mich dann eher für den, der mich gut behandelt, wo ich ein gutes Gefühl habe, bei dem ich lieber kaufe. Apropos Beratung, wenn Sie gerne ein Beratungsgespräch haben möchten oder bei uns vor Ort vorbeischauen möchten, melden Sie sich gerne bei uns, palearis.de, da finden Sie die E-Mail-Adresse oder auch die Telefonnummer. Es ist alles möglich, Telefonberatung, ich kann auch gerne eine Videoberatung machen, habe ich auch schon gemacht, also da gehe ich mit Ihnen per Videokonferenz sozusagen die Punkte durch, ist auch möglich. Oder schauen Sie sich einfach die anderen Videos an, beziehungsweise auf der Webpage um, da finden Sie auch viele, viele andere Dinge über unsere Whirlpools. Dann ein großes Thema Kundenservice. Auch für manche Leute oder für viele Leute eigentlich sehr wichtig, Kundenservice. Also wie schaut es aus, was passiert, wenn mein Whirlpool ein Problem hat? Wie schaut es mit Ersatzteilverfügbarkeit aus? Muss ich da 3 Monate warten, damit ich das Ersatzteil kriege? Wo muss ich da anrufen? Wie funktioniert das? Wie lange muss ich da warten? Was kosten die Ersatzteile? Bei uns ist zum Beispiel so, wir haben eigene Servicetechniker und wir haben Vertragspartner. Das heißt, je nachdem, wer schneller Zeit hat oder wer näher ist, der kommt dann schnell zu Ihnen. Wir haben die Ersatzteile unserer Whirlpools immer auf Lager, bei uns hier in Deutschland in Pocking, in Südbayern. Das heißt, wir haben auch sehr kurze Lieferzeiten, was Ersatzteile anbelangt und somit können wir da sehr schnell und einsatzfähig sein. Ersatzteile finden Sie auch auf unserer Webseite, da sehen Sie auch die Preise und somit sind wir da komplett transparent. Manche Hersteller machen das vielleicht auch so, dass sie Ersatzteile gar nicht auf der Webseite haben und gar nicht viel darüber sagen, weil die Ersatzteilpreise dann relativ teuer sind. Und dann kriegt man dann später die große Überraschung, wenn man aus der Garantie oder aus der Gewährleistung draußen ist und einen Ersatzteil braucht, wie teuer das dann wirklich sein kann. Bei uns habt ihr die volle Transparenz. Einfach mal ins Internet einschauen, da seht ihr genau, was alles kostet. Genau, Ersatzteilverfügbarkeit habe ich hier schon gesagt, bei uns alles verfügbar, haben wir hier alles auf Lager, somit kurze Lieferzeiten und schnelle Möglichkeiten, Sachen zu reparieren. Dann habe ich hier als letzten Punkt Garantie, habe es ja schon vorher angesprochen, günstige Pools oder günstige Hersteller, Verkäufer bieten meistens keine Garantie oder wenig Garantie an. Wir bieten umfangreiche Garantien an, also 2 Jahre Gewährleistung ist eh ganz normal, kriegt ihr sowieso immer und überall auf das Display, die Steuerung und die Heizung 1 Jahr zusätzlich, also 3 Jahre. Wenn sich Osmose bilden sollte, also so Luftblasen in der Wanne, 5 Jahre Garantie, 7 Jahre auf die Dichtigkeit und auf die Düsen 10 Jahre. Also ihr seht es auch, umso höher oder umso mehr Garantien man gibt, umso eher spricht das für eine gute Qualität der Whirlpools. Und wenn jetzt ein Hersteller oder so oder ein Verkäufer wenige Garantien gibt, kann der natürlich auch einen günstigeren Preis haben, das ist eh klar. Und darauf könnt ihr auch achten. Ich glaube, jetzt habe ich recht viele Punkte erzählt, wo ich glaube, dass die wichtig sind bei der Kaufentscheidung. Wie gesagt, die Kaufentscheidung liegt eigentlich immer oder oft bei einem selbst. Ein paar Punkte zählen natürlich auch zu den Herstellern bzw. zu den Produzenten. Und ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen einen Einblick geben, damit ihr eure Kaufentscheidung besser treffen könnt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns bei einem anderen Video oder wenn Sie Fragen haben, können Sie sich gerne melden per Telefon, per E-Mail. Auf unserer Webseite findet ihr die Kontaktdaten. Vielen Dank und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!